Wenn es losgeht, muss ich bereit sein. Ich muss auf alles vorbereitet sein. Aber auf das hier kannst du dich nicht wirklich vorbereiten. Du kannst es nur tun. Einfach tun. Diese Reise hat mit Sehnsucht begonnen. Ich habe Freunde darüber erzählen gehört, aber ich muss es selber erleben. Wer bin ich? Wer bist du? Und wer werden wir sein? Wie wird der nächste Schritt? Was kommt danach? Anspannung. Wenn es losgeht, muss ich bereit sein. Ich bin nur für mich verantwortlich. Und für dich. Du weißt, dass es schmerzhaft und gefährlich wird. Jungs, außer die Federn, ihr habt Pfannkuchen gemacht. Max! Pfannkuchen! Frische, geile Pfannkuchen! Reisen heißt wachsen. Einem unbekannten, neuen Teil von dir begegnen. Als ein Mensch fortgehen, und als neuer Mensch zurückkehren. Du kannst nicht lange drinnen bleiben, dich in deiner Höhle verstecken, die Ruhe und die Geborgenheit genießen. Die Uhr tickt und du musst raus, raus in die Wildnis. Ich suche das Unbeständige, das Unbeschwerte, das Ungebundene. Ich suche das Eis. Das Eis ist nur eine kleine Pause im Fluss der Zeit, eine winzige Zelle in der unendlichen Weite. Bevor die Sonne kommt, bevor das Wasser kommt, bevor das Leben kommt. Am Ende geht es darum, dass du gesund bist und glücklich und dass du Spaß hast. My first day in Canada. I'm really, really motivated. So, I'm sorry. Schnee ist der Kanada.
Das ist Kanada in Kanada. War das unauffällig, ne? Ich weiß gar nicht, was ich sage. Was, wenn sich alles ändert, wenn nichts so bleibt, wie es gerade ist? Zuerst tut sich nichts und dann geht es Schlag auf Schlag, unaufhaltsam. Bedingungen ändern, musst du dich auf sie einstellen können. Wenn wir diese Tour geschafft haben, ist dann etwas zu Ende? Diese Reise hat mit Sehnsucht begonnen. Mit einer Idee. Niemand kann dich mir wegnehmen. Du bist jetzt ein Teil von mir. Du gehörst nicht dem Alltag. Du gehörst auch nicht mir. Du gehörst niemandem. Aber du gehörst für immer zu mir.